This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Turniertag. Dritter Tag der Woche, 3 Sterne. Rush Attack, kein Lila. Ja. Wir haben Zarzell und Faas in der Aufstellung, also bin ich mit Rot reingegangen. Gegen Kensashi oder wie der Vogel heißt. Kensashi oder keine Ahnung. Ja, ist nicht optimal, weil das ja ein Charge-Held ist, aber das kann jetzt trotzdem wehtun, weil ich da ziemlich wahrscheinlich konstant reinspielen muss, was echt behindert ist. Erstmal können wir ja grün spielen, so bereite ich mir wenigstens ein rotes Match vor, was uns relativ wenig bringt. Alter, wir haben 3 Farben dabei. Wir haben weder rot, noch grün, noch blau. Es sind einige Steine hier auf dem Feld, ja. Aber erstens wenig und zweitens sind die so extrem verteilt, dass ich... Alter, das fängt schon mal richtig beschissen an. Ja, toll. Und dann löst er auch gleich wahrscheinlich mit einem zweiten Charge aus. Das kann was werden. Das kann was werden, ey. Ja, wir müssen hier... Ich... Ach, Junge, ey. Warum? Warum muss der Start so miese sein? So, ich habe keinen Grün mehr. Ich kann meinen Fast nicht ready bekommen. Und Zarzell ist auch kurz vorm Auslösen, was schon wieder komplette Scheiße ist. Ja, Rufus down, G to the motherfucking G, Alter. Fällt mir nichts zu ein. Jetzt fehlt nur noch, dass Kensashi auslöst, ne? Und hier finished. Also der zweite jetzt, meine ich, ne? Gut, Sutri ist auch down. Ne, da brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen jetzt. Jokerheinen muss ich mir eigentlich aufheben. Wir haben einen Auto-Attack. Ist jetzt natürlich die Frage, ob einer von den beiden jetzt auslöst. Nein, Sudri ist trotzdem down. Okay, danke. Danke für nichts. Ja, ich kann jetzt nicht riskieren, dass die 3 Steine das nicht schaffen, weil meine Truppen ja 0 gelevelt sind. Dann muss ich das so machen. Ist absolut nicht optimal, aber ich kann es ja nicht anders machen. Und ich habe auch weiterhin gar keine Steine. Ich habe 3 blaue. Ich habe ein blaues Match. Und Kensashi ist schon wieder kurz vorm Auslösen. Das ist die Scheiße an der ganzen Geschichte. Dann gib mir jetzt Rot. Nee, auch kein Rot. Klasse. Also ich kann nicht sagen, dass ich nicht viel Bewegung hatte. Ich hatte einiges an Bewegung, aber ja, so auf keinen Fall. So auf gar keinen Fall. Ja, jetzt ist der Buff natürlich abgelaufen, ne? Zarzell löst aus. Vakas löst aus, es ist vorbei, es ist auf jeden Fall vorbei, das kann ich nicht mehr drehen. Ja. Also wenn das so super ist, ne, dann weiß ich schon, wir sind gleich aus dem Turnier geflogen. Digga! Oh, nee, Alter. Ey, wie viel Leben? Da kann ich nicht mal mehr sehen, ey. Das kann ja nicht mehr viel gewesen sein. Ja, gut, erstes Game. Nice. Hauen wir einfach das Turnier durch und fertig. Ich habe da keine Lust drauf. So, nächstes Game.
Ja, wir können erstmal blau spielen. Dann können wir lila spielen, das geht in grün, das geht in rot. Ribbit löst aus, klaut mir mein Mana. Oh, hat er nicht überlebt, okay. Und zum zweiten Mal ein roten Stein. Also zum zweiten Mal keine bis we ganz wenig rote Steine. Also, guck, ich weiß nicht. Immer wenn ich mein rotes Team mitgenommen habe bis jetzt, hat sich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich. Nee, nicht jedes Game. Ich habe nicht jedes Game verloren. Aber extrem oft verliere ich mit Rot in 3 Sterne. Finde ich ein bisschen schade, finde ich das. Muss ich ja so hinnehmen, ne, aber. So, jetzt haben wir ein Match. Jetzt habe ich meine Sorten zusammen. Okay. Jetzt bin ich immer noch am Verlieren. Oh Mann, ey. Ah. 2, 4, 5 rote Steine. Ja, ich habe nichts an Schaden gemacht, Alter. Aha. Oh boy. So, 1, 2, 3 Auto-Attacks. Irgendwie haben wir das nochmal so ein bisschen überlebt, die Kurve bekommen. So, Sully löst jetzt auch zum dritten Mal aus, wenn ich da reinspielen sollte. Ich würde sagen, wir spielen erstmal blau. Und dann kann ich wenigstens noch einmal heilen. Dann ist Buster immer noch am Leben. Mit einem Minion. So, jetzt kann ich. Ich will Rufus noch nicht spielen. Die haben alle Verteidigung ab. Wie lange? 2 Züge, ey. Das ist unglaublich, ey. Ich komme mir nicht von weg von dieser Situation. Wenn ich jetzt lila-gelb spiele, geht das in Zarel rein. Und wenn ich gelb auf der rechten Seite spiele, dann geht das in quasi rein. Also muss ich jetzt. Ach, weißt du was, komm her. Scheiß drauf. So habe ich wieder Minions. Ich töte fast keinen, aber. Ah. Ja, dann machen wir das so. Dann habe ich mir ein rotes Match halt hochgeholt. Aber wir sind hier immer noch nicht fein raus. Alter, ich spiele 5 gegen 4 und bin immer noch absolut in Trouble. Ja. 23 Leben. Und ich pack es nicht. Ja, nochmal Glück gehabt. Dass da eine Kombo hinterhergekommen ist und Rufus ist auch down. Wie soll ich das jetzt mit meinen 2 Healern hier noch schaffen? Da muss mir einer erklären. Also ich fliege jetzt gerade aus dem Turnier und ich überlege auch tatsächlich ganz gelassen und ganz ruhig dann dieses Turnier abzubrechen. Und Schluss. Weil ich kann hier wieder nichts machen. Ich habe 3 gelbe Diamanten auf dem Board, Alter. 3. Ich spiele lila, das geht in gelb. Alle gelben Steine verschwinden. Und Sully löst wieder aus. Und ich habe nur 184 Leben auf Frosty, 300 Leben auf Haas. Das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Spiele ich mein lila Match? Dann geht der eine grüne Stein hoch. Ich habe eine Dreierreihe
dann demnächst im nächsten Zug zusammen. Ja, das geht auch in Sully rein. Ach, who the fuck cares, Alter. Ohne Spaß. Weg mit dem Scheiß. Einfach rein da. Ich bin down. GG. Ehrlich. Habe ich keine Lust drauf. Das ist mir einfach zu blöd. So, ich bin jetzt aus dem Turnier geflogen. Ja, ich mache eine Pause und das überdenke ich. Also ich habe da wirklich, ich habe da nichts gegen, wenn ich verliere, aber ach, manchmal wirklich. So, ich habe entschieden, dass es weitergeht. Ich habe die 75 Diamanten da einfach reingeknallt. Ich will das über die Bühne bringen. Man kann auch sagen, ich habe mich abreagiert. Der Grund ist einfach, dass ich die Wappen brauche und nicht einfach mitten in der Woche ja, rausfliege. Nachher habe ich nur 5 Wappen oder so einen Scheiß. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Genauso scheiße ist es, sich wieder einzukaufen, aber ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ich denke, mit Rot werde ich nicht mehr spielen. Aber gut, wir werden jetzt sehen, was wir hier machen können. Ich denke, also wenn wir jetzt nochmal rausfliegen, ne, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber man kann es schlecht abschätzen. Ich habe jetzt quasi mit dabei wegen Dawn. Gut. Wir spielen. Gut, Ribbit hat schon Mana, Rufus noch nicht. Also werde ich lieber erstmal einen Ribbit spielen. Und mir das Mana abziehen lassen, bevor Rufus auslöst und dann Ribbit sowieso auslöst. Das wäre die schlimmere Variante. Ich habe sowieso noch kein Mana zusammen. Aber scheint auch so, als würde das der nächste Loose werden. Also ich könnte jetzt Lila in Rot spielen. Ja, es würde viel Bewegung geben, aber die Möglichkeit besteht auch, dass ein gelber Stein hinterherkommt, dann in Zarell rein, ja. Dann lösen da gleich 3 Helden gleichzeitig aus, kann ich wieder meine Koffer packen. Ich hab's doch gesagt. Ich hab es gesagt. Da kommt ein gelber Stein hinterher, das geht in Zarell, Alter. Wow. Das einzig Gute ist, Dawn hat er es noch nicht ausgelöst. Das bedeutet, ich kann hier heilen. Jetzt löst sie sowieso aus. Und ich habe weiterhin nichts. Gut, dann spielen wir Lila. Dann habe ich halt Grün einmal unter Dorn. Dann sind wir schon mal wenigstens eine Eule los. Oh boy, was habe ich nur getan, Alter. Hätte ich es mal bloß sein gelassen, ey. Ohne Scheiß. Dann spielen wir Blau, das geht in Gelb. So, wir haben wieder ein grünes Match. Der erste ist schon down. Oh, wir haben quasi... Okay, Rufus löst sowieso aus, ist alles hinfällig. Das wird mein Fast nicht überleben. Dawn löst wieder aus, außer sie wird jetzt tatsächlich getroffen. Oder ich löse hier eine krasse Combo aus. Ist nicht der Fall. Was soll ich dazu sagen? Gut, die Eulen. Wow. Tatsache, okay. Ja, kann ich hier denn wenigstens... Und sie, oh mein Gott, was habe ich mir hier angetan, Alter? Ich hätte es wirklich sein lassen sollen. Da 3 Sterne Rush sowieso eine absolute Schwäche von mir ist. Ach, da kann ich gleich vergessen, ey. Ja, da habt ihr wenigstens was zu lachen, ohne Scheiß. Ach, Mann, ey. Ich werde nicht mal mehr Ribbit da oben bekommen. Nicht mal das wird mehr passieren. Oh, ich habe jetzt nochmal Grün unter ihm. Mhm. Genau, kill mal ruhig noch Zarell vorher. Ja, sehr gut. 3 Loses in a fucking row. Nice.
Ja, weiter geht's. In dieser verfluchten Hölle. Azam mit Kostüm, die zieht also auch Mana ab. Ja, ich würde sagen, blau Fehlanzeige. 6 Steine und alle in den Ecken und komplett verteilt, Alter. Kann ich komplett vergessen. Jetzt habe ich mal 2 Steine zusammen. Die sollten tatsächlich auch reichen, um Arza zu killen. Das steht schon mal fest. Die ist zu 100% down. So, dann lassen wir mal Popel auslösen, ne? Ja. Kailani ist ausgelöst, Alter. Die bekommen jetzt nur noch wenig Schaden. Jetzt habe ich hier wieder kein Blau mehr. Naja, wir können jetzt Gabe Ghost und gucken, dass da in der Mitte was passiert. Ist auch passiert tatsächlich. So, mal gucken, ob Grams jetzt seinen Job macht. Yep. Natürlich macht er seinen Job. Warum denn noch nicht? Erstmal die Scheiße hier dispellen. Und dann machen wir die linke Seite. So. Ich würde sagen, wir spielen hier Rote. Dann kann ich Rufus auslösen. Ich kann Rot wieder ghosten. Oder ich könnte den Diamanten in Grün spielen. Den ich letzte Runde schon nicht spielen wollte. Nee, Fass hat sowieso noch einen Debuff. So. Keine Buffs für euch. Nice, Alter. Das vierte Game hat somehow funktioniert. Ich weiß zwar nicht wie, aber hey. So, mein letztes Match gegen Antonio. 3 Grüne. Ich habe gesagt, ich spiele nicht mehr mit Rot. Scheiß drauf. Es gibt keine 3 Roten mehr. Kein 3er-Stack mehr. Nee, jedenfalls nicht für diesen Tag. Ne? Scheißegal, ob ich hier gewinne oder verliere. Das hat mich dann doch zu sehr abgefuckt. Und dann bleibt es auch dabei. So, wir können jetzt Lila in Quasir spielen. Ja, dann hätte ich ein grünes Match. Okay. Ja, ich könnte jetzt nochmal blau spielen, dann würde grün wieder hochdrücken. Oder ich spiele direkt in Lee oder wie der heißt. Jing. Mann, die verwechsel ich jedes Mal, ey. Krass. Okay. So, dann machen wir die rechte Seite zuerst. Yep. Dann spielen wir blau, bereiten uns grün vor. Und das hat dann Fass umgehauen. Gut. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Schaden machen. Wir haben einen grünen Diamanten. Ja, hier muss ich jetzt nicht wirklich irgendwas machen. Ja, was soll ich jetzt noch sagen, ey? Also, wie gesagt, das hier war für die Katz. Ich hätte es auch gleich sein lassen können. Ja, super. Ich hätte es auch gleich sein lassen können, ne? Dreimal, sogar eine Null dabei. Aber gut. Wir werden sehen, wie es morgen läuft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.